Moin Leute, hier zurück bei Destiny 1 und hier jetzt gleich mein Loot von den Schätzen im Zeitalter. Wie schön noch der Turm ist, wenn er heile ist. Die Destiny 2 Beta ist durch und jetzt ja, spiele ich ein bisschen Destiny 1. Es wird auch noch genug Destiny 1 gespielt. Man sieht, hier sind genug Spieler noch auf dem Turm. Und ja, die Aktivitäten sind auch noch gut besucht. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das mal wieder. So, ich bin heute mal schön in Gold und ich freue mich jetzt, wie man sieht, schön auf die ja, Schätze im Zeitalter. So, machen wir den ersten erstmal auf. Schauen, was drin ist. Hoffentlich was Gutes. Ah, Donnertanz der Kriegsexplosion. Ja, die Kriegsexplosion und noch ein Kürbis. Ja gut, der Kürbis, den kann ich ja mal benutzen. Das Ding brauche ich sowieso nicht. So, das haben wir denn gekriegt hier nochmal. Mal gucken hier. Neue Shader hier. Rüstungsshader. Wie sieht der denn aus? Oh, das passt sogar einigermaßen zu meinem Charakter. So mit den Eisen Banner Ausrüstungskram. Sieht natürlich jetzt gerade ein bisschen blöd aus mit der Maske oben drauf, aber ja gut. Ein bisschen was, sieht man das ein bisschen, wie es aussieht so. Hat was. Was sehr altertümliches, rittermäßiges. Oh, passt. Sieht schick aus. Kann man so lassen. Und dann haben wir noch einen neuen Tanz. Den wollen wir uns natürlich auch angucken. Und zwar Donnertanz. Alles klar, so sieht's aus, meine Freunde. Kann man so stehen lassen, das war schon mal gut. Zwei Sachen drin, die gut sind. Oh, ist schon mal nett. Das ist schon mal nett. Ja, was macht er da? Das ist ein bisschen pervers gerade. Aber gut. So, nächstes Schätzchen öffnen. Trostloser Schutz und sonst ist irgendwas in der Bruchstelle genannt. Nein, nur die Maske. Besessene Maske sozusagen. Trostloser Schutz. Ozeangeruch, ein entfernter Schrei, ein schauriges Gefühl. Okay, was haben wir denn hier? Intellekt und Stärke. Dann haben wir einmal praktisch veranlagt. Hier einmal Sinneswandel und hier nochmal schon besser. Auch so sieht das Ding aus, aber brauche ich nicht. Das Ding haue ich gleich wieder weg. Das ist für die Katz. So, jetzt kommen wir zum letzten. Und hoffentlich ist da wieder was Gutes drin. Narben, Lichtstiefel und irgendwas in der Poststelle gelandet. Nein, das ist auch schon mal wieder schlechter Loot. Also einmal guter Loot und der Rest, beides war Note 6. Das wird diese Woche nicht so gut bewertet von mir. So, Narben, Lichtstiefel, Beinschutz. Erleuchtet den Weg durch Lawine und Blizzard. Okay, sieht auch gar nicht so toll aus. Ist auch nicht. So, mit Chromatin kann man es einmal ausrüsten. Disziplin und Stärke. Hier einmal noch Pistolenmunition, hier nochmal Raketenwerfermunition und zum Schluss hier Solar-Doppelkill. Ja, brauche ich auch nicht, komme auch gleich wieder in eine Tonne. Ja, diese Woche war der Loot jetzt nicht so gut. Dachte, Bungie haut mal ein bisschen was raus. Einmal guter Loot und der Rest, die anderen beiden Male nur Mist. Schade aber auch, aber gut, so ist es halt leider. Nächste Woche geht's weiter und ja, der Loot werde ich mal jetzt mit einer glatten 4 minus, aber besser als eine 5 oder eine 6. So, danke fürs Zusehen, Zuhören. Dann bis nächste Woche beim Opening hier. Reingehauen. Tschüssi.